das sind Erinnerungen, die ein Leben lang bleiben und die uns als Mannschaft immer verbinden werden. Das ist ein inneres Gefühl der Wärme, wenn man daran zurückdenkt. Die Reise hat eigentlich vorher schon begonnen. Das war ein Prozess, ein Lernprozess, den wir erst gehen mussten. Das fing eigentlich 2016 an. Marco Sturm hat die Nationalmannschaft übernommen und hat uns den Glauben an uns selber zurückgegeben. Also wir waren vorher so ein bisschen komplex behaftet und sind so international auch aufgetreten. Also waren froh, sag ich mal, um Schadensbegrenzung zu betreiben. Ja, es hat nochmal eine Veränderung stattgefunden. Marco Sturm hat die Nationalmannschaft verlassen und wir haben mit Toni Söderholm wirklich den perfekten Nachfolger gefunden, der bereit war, den Weg mental, aber auch spielerisch weiterzugehen. Ich würde sagen, wir haben uns spielerisch nochmal weiterentwickelt, sind bereit, wirklich mit der Scheibe mitzuspielen, egal gegen welche Nation. Und das ist für Deutschland doch ein enormer Fortschritt. Ich glaube, die Wahrnehmung insgesamt des Eishockeysports in Deutschland hat sich verändert und somit dann auch die Wahrnehmung meiner Person. Mir hat es unglaublich gut getan, diesen Erfolg mit der Nationalmannschaft zu feiern. Das ist etwas, worauf ich unglaublich stolz zurückblicke und sehr dankbar bin, da Teil von gewesen zu sein. Der Kopf ist alles. Also ich weiß nicht, wie ich das genau in Prozenten ausdrücken kann, aber ich meine, den Körper kann jeder trainieren. Wir kriegen dann alle Muckis, wenn wir aufs Rad gehen und ein starkes Herz, aber entscheidend ist das Hirn. Ne? Wie schafft man es, sich mental aufs Spiel vorzubereiten? Ist man selbstbewusst? Am Ende ist es wie so ein großes Puzzle und jeder ist ein Stück und muss bereit sein, sich einzufügen, das Ganze. Ich hatte meinen Trainer noch in jungen Jahren, der hieß Doug Mason, hat gesagt, man muss die Liebe im Raum spüren. Und die Leute können ruhig denken, dass ich irgendwie so sentimentaler bin, ab und zu meine Träne verdrückt, aber in einer richtig guten Mannschaft, da spürt man die Liebe im Raum, die muss da sein. Und das hatten wir. Und wenn man dann an so Mannschaften zurückdenkt, wie jetzt 21 oder 2018, dann ist das Gefühl, was man dann wieder hat. Das ist dieses Gefühl der Gemeinschaft. Und die Leute, beschreibt das doch mal, das kann man nicht beschreiben. Eben an das Gute glauben und dann tritt's auch ein.